Today's Between Master and Disciples, Blessed Anne-Katharina Emmerich, a 19th century Bretherian nun, will be presented in German with subtitles in Arabic, Alexis of Vietnamese, Bulgarian, Chinese, Czech Slovak, English, French, German, Hindi, Hungarian, Indonesian, Italian, Japanese, Korean, Malay, Mongolian, Persian, Polish, Portuguese, Punjabi, Russian, Spanish and Thai. In den Heiligen Schriften wird der Körper des Menschen oft als Tempel Gottes bezeichnet. Doch es ist ein ziemlich ungewöhnliches Privileg für jede Seele, diesen geheiligten Wohnsitz zu erlangen, der das Göttliche beherbergt. Denn es ist wirklich ein Segen, als Mensch wiedergeboren zu werden. Zu verschiedenen Anlässen hat die höchste Meisterin Qinghai über die Seltenheit dieses Phänomens gesprochen. To be reincarnated in the human world is hard. You have to have enough human quality. You have to have affinity with the parents, yeah? And with the society, with the people around which you were born. And very difficult. To be a human, you need some merit. You have done something good in the past in order to be able, yeah? To be able to pick a human birth. Als lebender Tempel Gottes ist der menschliche Körper voll mit Wundern ausgestattet, die in jenen wachgerufen werden können, die spirituell bewusst sind und vollendeten Glauben an den Schöpfer allen Lebens haben. In Edia, Fasten auf Lateinisch, ist die menschliche Fähigkeit, ohne Nahrung zu leben. Seit undenklichen Zeiten gibt es immer wieder Personen, die durch Prana, die vitale Lebenskraft, allein leben können. Durch die Gnade der Vorsehung können die Inediaten, Menschen, die ohne Nahrung leben, die Energie aus der Natur ziehen, um sich zu nähren. They live on the chi, from the ground, from the forest, and from the sun and from the air. They make use of all that. Or they live on love, on faith alone. Diese Personen kennt man als Lichtköstler, Sonnenköstler, Wasserköstler oder Prana-Köstler. Und sie kommen aus allen Lebensbereichen, aus verschiedenen Kulturen und allen Winkeln der Welt. Tatsächlich sind die Möglichkeiten und Wunder in diesem Leben, die unser gütiger Schöpfer für uns geschaffen hat, endlos. Wir müssen uns nur im Inneren verbinden, um unseren größeren Reichtum als Kinder Gottes zu erkennen. Die höchste Meisterin Qinghai hat liebevoll eine wöchentliche Serie auf Supreme Master Television vorgeschlagen, um solche Personen der Vergangenheit und Gegenwart vorzustellen, die ein Leben ohne Nahrung auf der Erde gewählt haben. Mögen deren spirituelle Geschichten sie bezaubern, mögen Herzen geöffnet und Horizonte erweitert werden. Wir laden Sie jetzt ein zum zweiten Teil unserer dreiteiligen Sendung, die selige Anne-Katharina Emmerich, eine Lichtköstlernonne des 19. Jahrhunderts bei Zwischen Meisterin und Schülern. Diese Sendung befasst sich mit der Möglichkeit des Lichtfastens oder einem Leben ohne Nahrung. Es ist keine vollständige Anleitung. Versuchen Sie zu Ihrer eigenen Sicherheit, bitte nicht ohne fachmännische Anleitung das Essen einzustellen. Heute reisten wir nach Flamschen in Deutschland, wo sich im Jahr 1747 am 8. September die Geburt einer künftigen Luft- und Lichtköstlerin, der seligen Anne-Katharina Emmerich, ereignete. Als Lichtköstlerin nahm Anne-Katharina über ausgedehnte Zeiträume keine Nahrung zu sich. Die längste Zeit, die sie ohne Nahrung blieb, dauerte schätzungsweise 12 Jahre. Anne-Katharina besaß die Fähigkeit, sich als ihre einzige Ernährungsquelle auf Gottes heilige Kommunion zu verlassen.
Über längere Zeit ist Anna-Katharina Emmerich nahrungslos gewesen. Sie hat immer etwas getrunken, aber Nahrung konnte sie gar nicht aufnehmen, weil sie diese Nahrung gar nicht bei sich behalten konnte. Wir besuchen nun das Geburtshaus von Anna-Katharina, um mehr über ihre Kindheit und Jugend zu erfahren. Hallo, schönen guten Tag. Sie möchten das Emmerich-Haus besichtigen, dann treten Sie bitte näher. Ja, Sie sind hier also im wiederaufgebauten Geburtshaus von Anna-Katharina Emmerich. Anna-Katharina Emmerich wurde 1774 als fünftes von 9 Kindern hier geboren. Sie hat ihre Kindheit und Jugend hier in Coesfeld-Flamschen verbracht, wurde dann später berühmt als Dulderin und Seherin von Dülmen. Anna-Katharina Emmerich wuchs in einer schwer arbeitenden Kleinbauernfamilie auf. Ihre Eltern Bernhard Emmerich und Anne Hiller waren fromme Bauern, die ihre Hingabe an Christus förderten. Hier war früher der große Tennenraum, das war halt der Lebensraum für Tier und Mensch. Es war Küche, Wohnzimmer, Tenne, alles in einem. Dann geht es weiter vorne zu der Feuerstelle hin. Es war noch ein sogenanntes Rauchhaus. Der Qualm, der entstand, blieb hier im Raum, hatte dadurch auch noch einen gewissen Wärmeeffekt. Ja, auf der Seite war die Stelle. Die Kinder schliefen damals oben auf den sogenannten Hielen, das ist der Raum über den Ställen. Sie schliefen dort einfach im Heu und Stroh, was wiederum durch die Wärme der Tiere, die drunter standen, wohl der beste Platz im Haus war. Ja, dann geht es hier weiter zu den bedeutenden Räumen. Und zwar hier vorne, wo das Bett steht, war das Elternschlafzimmer. Wir sagen auch Geburtszimmer. An der Stelle ist die Anna-Katharina Emmerich geboren. Bitte bleiben Sie dran bei Supreme Master Television. Zwischen Meisterin und Schülern ist gleich wieder zurück. Willkommen zurück zu Zwischen Meisterin und Schülern auf Supreme Master Television. Fahren wir fort mit unserer Sendung über die selige Anna-Katharina Emmerich und ihre Herkunft, die sie dazu brachte, eine Luft- oder Lichtköstlerin zu werden. Als kleines Kind half Anna-Katharina ihrer Familie schon bei der Feldarbeit. Jetzt war es ja früher so üblich, dass alle Kinder schon recht früh die schweren bäuerlichen Arbeiten mitverrichten mussten. Während ihrer Tage auf den Feldern draußen wurde sie oft vom Geist Jesu Christi aufgesucht. Darüber hinaus waren ihr auch viele Heilige erschienen und hatten von ihr häufig die Blumengirlanden erhalten, die sie zu Ehren ihrer Feiertage gemacht hatte. Oh, welch ein Licht mir die heilige Mutter Gottes gezeigt hat. Sie nahm mich mit sich und wie bereitwillig ich bei ihr geblieben wäre. Anna-Katharina war mit einer sehr bildhaften Wahrnehmung gesegnet. Ihrer innigen Gottesliebe verlieh sie auch künstlerisch Ausdruck. Wir haben dort hinten in der Ecke eine Krippe. Das Innere dieser Krippe soll sie selbst gebastelt haben. Anna-Katharina ist ja in diesem Haus groß geworden, in diesem armseligen Bau. Und die Leute, die dieses Haus besaßen, mussten also ganz heftig arbeiten. Deswegen konnte Anna-Katharina Emmerich ja nicht zur Schule gehen. Sie hat nur 4 Monate lesen und schreiben gelernt bei einem Tagelöhner. Aber sie war hochbegabt. Sie hat also das Schreiben gelernt und das Lesen und konnte also auch dann hinterher Bücher, Gebetbücher lesen. Aber ihre ganz besondere Begabung bestand darin, dass sie Bilder sehen konnte. Das heißt, der Brentano hat später gesagt, der Dichter, der hier war, dass Anna-Katharina Emmerich, wenn man ihr etwas erzählt, alles sofort sieht. Und sie war also ganz empfänglich für Bilder und deswegen hat sie sich auch eine solche Krippe gebaut, damit sie in Bildern eben das vor sich hat, was unser Glaube sagt. Das heißt die Geburt Christi. Und sie beschreibt auch,
dass sie als Kind schon das Weihnachtsfest so gefeiert hat, dass sie mit der heiligen Familie von Nazareth nach Bethlehem unterwegs war, mit ihr gegangen ist und dann eben auch gesehen hat, wie in Bethlehem im Stall das Kind geboren worden ist. Und sie hat alle Feste, sagt sie, so mitgefeiert, Ostern und dann hinterher natürlich vor allem hat sie gesehen die Passion. Während ihrer Jugend schlief Anna Katharina aufgrund ihrer natürlichen Neigung, Stunden kniend im Gebet zu verbringen, kaum. Während ihrer Meditationen hatte sie häufig Visionen, in denen die Heiligen und heilige Geister ihr das Wissen über die Komplexität der heiligen Reiche eingaben. Anna Katharina wiederum erzählte anderen von diesem Wissen, im Glauben, dass alle Kinder an ähnlichen Erfahrungen wie ihren Teil hatten. Somit erzählte sie in ihrer Unschuld oft alles, was sie sah. Aber durch die Bemerkungen und Fragen erkannte Anna Katharina, dass sie nicht enthüllen sollte, was sie gesehen hatte. Sie glaubte, sie sollte diskreter sein, so wie andere Kinder, die nicht über ihre inneren Erfahrungen sprachen. Demzufolge hörte Anna Katharina auf, mit anderen über ihre Visionen und Interaktionen mit Jesus und mit Heiligen in den inneren Reichen zu sprechen. In seinem Buch Das bittere Leiden unseres Herrn Jesu Christi erkannte Clemens Brentano sie als ein fortgeschrittenes spirituelles Wesen. Eine Gabe war bei ihr von früher Jugend an beinahe permanent, nämlich die Gabe, das Gute und Böse, Heilige und Unheilige, Geweihte und Ungesegnete im Geistigen und Körperlichen zu unterscheiden. Zum Beispiel sammelte und pflanzte Anna Katharina oft um die Hütte ihres Vaters Kräuter, die man als nutzlos erachtete. Später wurden sie jedoch als nützlich zum Behandeln von Krankheiten entdeckt. Intuitiv wusste sie, welche Pflanzen giftig waren und riss sie als Schutzmaßnahme aus. Sie hatte auch eine erhöhte Sensitivität für die physische Umgebung. Wenn sie zum Beispiel zufällig an einem Ort war, wo ein großes Verbrechen begangen worden war, fühlte Anna Katharina die starke negative Energie und ging entweder schnell weg oder begann zu beten und Buße zu tun. Gleichermaßen erkannte sie intuitiv, wenn sie zufällig an einem heiligen Ort war, bedankte sich bei Gott und ihr Sein quoll über vor Frieden und Glück. Schon als Kind besaß Anna Katharina die fantastische Fähigkeit, die heiligen Überreste von Heiligen zu erkennen. Wenn ihr zum Beispiel Reliquien von Heiligen gezeigt wurden, konnte sie die Namen der Heiligen nennen, zu denen die Reliquien gehörten, und die Geschichte der Heiligen und die Geschichte der Reliquien selbst erzählen. Obwohl sie diese Fähigkeiten besaß, war Anna Katharina nie stolz oder hielt sich für etwas Besonderes. Während ihres Lebens beeinträchtigten Schmerz und Leid Anna Katharinas Glauben an Gott niemals. Ihr Mitgefühl für andere heiligte ihre Seele. Mehr als alles andere sehnte sich Anna Katharina nach Sühne von Sünden für jemand anderen, der nicht stark genug war, seine sich selbst auferlegte Bürde zu tragen. Ihre Gebete und Taten zielten immer darauf ab, die Sorgen jener zu lindern, die in ihrem eigenen, selbst verursachten Fegefeuer litten. Was das Mitgefühl von Anna Katharina angeht, schrieb Clemens Brentano. Sie tröstete, versöhnte, pflegte, heilte und saugte Wunden und Geschwüre aus, gab alles den Armen hin, von Kind auf bis zu ihrem Ende. Sie war von großer Gewissenszartheit. Die kleinste Verschuldung betrübte sie bis zur Krankheit. Sie schien zu sterben durch Sünde und erstand durch die Absolution gleichsam vom Tode. Da sie ein Leben der Reinheit und Schlichtheit führte, brauchte Anna Katharina keine materiellen Speisen und Getränke zu sich zu nehmen. Danke, aufgeschlossene Zuschauer, für Ihre Gesellschaft beim ersten Teil von Anna Katharina Emmerich, eine Lichtköstlernonne des 19. Jahrhunderts. Bitte seien Sie nächste Woche wieder dabei zu Teil 2. Wir erfahren dann, wie Anna Katharina Emmerich nichts anderes als die heilige Kommunion zu sich nahm. Bitte bleiben Sie dran bei Supreme Master Television für gute Menschen, gute Taten, gleich nach bemerkenswerte Nachrichten. Möge Gott Ihr Leben mit spiritueller Fülle segnen. Thank you, open-minded viewers, for your company for part one of Anna Katharina Emmerich, a 19th century Bretherian nun. Join us again next week for part two to discover how Anna Katharina Emmerich lived solely on the Holy Communion. Now please stay tuned to Supreme Master Television for good people, good works,
right after Noteworthy News. May God bless your life with spiritual abundance. For more details, please visit www.suprememastertv.com/BMD.